Hallo, guten Abend und herzlich willkommen zurück bei Project Zero, die Maske der Mondfinsternis. Was werden wir nur heute tun? Die gute Ayako wartet auf uns. Wer hätte das gedacht? Wir haben Nummer 4 beendet und irgendwie haben wir Autosave. 22, 23. Und wir haben einen richtigen Save. 22, 23. Wir haben leider nicht nochmal gespeichert, denn... Ja, was soll man da noch sagen? Kannst du sagen, nix. Was nehmen wir denn jetzt? Irgendwie ist es beides dasselbe. Ja. Wir werden jetzt andere Filme benutzen übrigens. Zusammenfassung. Während sie die Rogetsu-Anstalt besuchte, traf Misaki Aso ein Mädchen in Schwarz, das immer wieder in den Fragmenten von Misakis Erinnerungen aufgetaucht war. Komm zurück auf die Insel Rogetsu. Misaki wollte wissen, welche Verbindung zwischen ihr und dem Mädchen bestand und erreichte schließlich von dem Mädchen in Schwarz geführt ein Zimmer. Das war das Zimmer, in dem Madako vor 10 Jahren untergebracht war. Misaki erfuhr, dass alle 5 der damals verschwundenen Mädchen Patientinnen der Rogetsu-Anstalt waren und an dem nur auf Rogetsu auftretenden Mondlichtsyndrom litten. Auf der Suche nach Madako fand Misaki schließlich mehr über die Vorfälle heraus, die sich vor 10 Jahren zugetragen haben. Madoka, wo bist du? Sie ist voll krass hier übrigens. Phase 5. Erneutes Abbild. Misaki Aso. Bereit, der Ayako in den Hintern zu treten. Ich muss Madoka suchen. Ja, vor allem hier, Madame. Kannst du eigentlich rausgehen? Eine mächtige Aura in die Tür. Mädchen starrten Misaki an. Okay, gut, folgendes. Dieses Mädchen ist dort irgendwas? Ja, da ist die Kammer des Schreckens. Ich bin mal wieder verzweifelt auf der Suche nach danach. So, wir haben Kamera Obscura. Wir haben tatsächlich Filmtyp 14 10-mal. Wir werden den jetzt auswählen. Maximale Kraft, das ist schon irgendwie ein bisschen bitter, oder? Ich habe gerade mal 26 Steine. Vielleicht finde ich ja hier noch ein paar Steinchen. So, geht's aber los hier. Madako, ey. Auf den Regalen türmen sich Puppenteile. Sie sind alle mit Kratzern übersät und in Stücke gerissen. Ja, da hat wohl jemand sehr starke Probleme. Auf dem Tisch, ja. So, ich würde aber sagen, dass ich es nicht nochmal vorlese, weil das habe ich letztes Mal gemacht, schon, gell? Aber ich weiß, dass da Dinge liegen. So, sag ich doch. Hört auf damit. Ein Tagebuch gefunden. Ayukas Notiz. Nee, Ayakos Notiz. Ja. Also der Doktor. Wenn ich Dinge sammle, die mir gefallen. Ja, sie ist ein bisschen gestört. Blauer Geister. Wow, 10. Okay, maximale Kraft wird gleich erhöht. Untersuchen. Hier haben wir erstmal nichts mehr. Wir können schon mal rennen. So kann ich mich umdrehen ganz schnell. Das muss ich mir jetzt unbedingt merken. Vor allem, ich weiß es sogar. Ich mache es aber nie im Kampf, weil ich dann die Übersicht noch mehr verliere, wie ich sie eigentlich sowieso schon verliere. Alte Bücher, Psychologie, bla bla bla. So, zeig mir her hier. Jetzt geht's aber ab hier. Jetzt. Vor allem gerade gegen sie am Anfang, ey.
Haben wir wenigstens... Haben wir irgendwas, was uns hilft? Oh, zwei Kräuter mit... Dankeschön. Ja, ja, klar. Läuft. Würde ich sagen, öffnen. Hä? Wieso kommen wir jetzt schon hier rein? Hier gibt's Geschenke. Oh, das ist so ekelhaft hier. Das ist unfassbar ekelhaft. Kennen wir schon. Normalerweise, also beim ersten Mal lese ich das alles vor, wenn jetzt jemand neu dabei ist. Aber da wir das schon letzte Folge vorgelesen haben, möchte ich nicht euch hier ein Bett mit einem Baldachin. Rote Fäden sind zwischen den Bettpfosten gespannt. Das Bett ist leer. Möchte ich das hier nicht noch weiter herauszögern, das, was gleich auf uns zukommt. Hier ist irgendwo noch ein... Auf, ich weiß, dass hier was war. Hä? Oh Gott, ey, ist das widerlich. Jeder weiß, dass hier was auf diesem Schaukelpferd liegt. Zeig dich. Da liegt eindeutig jemand im Nest drin. Oder in der Decke. Okay, ich weiß, das Schlimme ist, wir wissen ja, was jetzt auf uns zukommt. Und ja. Blauer Geisterstein. Müssen wir hier das machen. Tür ist zu. Jetzt gehen wir zurück zur Puppe. Eine mächtige Aura hält die Tür verschlossen. Oh mein Gott. Ah, ich muss mich drehen. Ich kann mich aber so gar nicht drehen. So, mächtige Aura. Ja. Die Puppi. Finden die versteckte Puppe. Die ist gar nicht so versteckt. Die habe ich schon, immer wenn ich bei Ayako im Zimmer bin. Ich hoffe, wir kommen nicht so oft zurück. Ich will sie endlich. Diese Ayako, die ist so nervig. Vor allem werden die Räume immer enger. Hallo, kleine Maus, wollte ich gerade sagen. Hallo, bist du Ayako? Nein! Hä, wann wird denn das blau? Hä? Ach, ich doofi. Ich nehme alles zurück. Die Puppe aus dem Foto. Erkunde den Raum hinter der versiegelten Tür. Okay. Halt. So.
Ayaku, du Elende. Na, ich mache auch wirklich alles falsch, ey. Was du falsch machen kannst, mach ich jetzt. Ich bin weggelaufen, haha. Blöde Kuh, ey. Ich speichere verdammt nochmal. Hockt hier einer an der Decke? Eine Filmrolle. Die Menschen auf dem Foto sehen sich einen Film an. Ist das der Projektor im Speisesaal? Filmaufzeichnung des Kagura. Das Notizbuch gehört wohl zur Filmrolle und dem Foto.
Ich habe alle Stellen herausgeschnitten, an denen ich zu sehen war, und diesen Film zusammengestellt. Es wäre zwar sowieso nur sehr aufmerksamen Beobachtern aufgefallen, aber ich kann nicht riskieren, dass er mir auf die Schliche kommt. Ich habe ihn aufgehoben, weil Ayako sich für ihn interessiert hat. Aber wenn er ihr langweilig wird, vernichte ich ihn, wie es eigentlich geplant war. Wenn er ihr langweilig wird. Trägheitsobjektiv, immer gut, immer gut. Schwarzes Notizbuch 2. Auf dem Boden, nee, auf dem Bett liegt ein Notizbuch. Ich habe Ayako über die Mädchen aus den Akten befragt. Von denen, die sie aus der Akte kennt, ist Madoka ihr Liebling, weil sie ein Spielzeug ist, das im Inneren eine schöne Farbe hat. Das Mädchen namens Ruka ist anscheinend schon fast komplett kaputt, daher findet Ayako wenig Gefallen daran, ihr Schaden zuzufügen. Aber sie ist empfänglich für Klänge, also bleibt vielleicht noch Zeit, verschiedene Dinge an ihr auszuprobieren. Auf dieser Insel gibt es immer noch die seit alters her überlieferten Mondklänge. Was wohl passiert, wenn wir sie ihr vorspielen? Es ist ziemlich schwierig, die alten Notenblätter in die moderne Notation zu übertragen, aber es könnte uns helfen, diese eine Phrase zu bestimmen. Das Mädchen namens Misaki ist ihr zu aufgeweckt und sie mag nicht, dass Misaki so unberechenbar in ihrem Handeln ist. Mit dem Mädchen in Schwarz, das immer bei Misaki ist, kommt Ayako nicht gut zurecht und sie kann es nicht besonders leiden. Anscheinend ist sie sauer, dass es ihr beim Spielen mit ihrem Spielzeug in die Quere gekommen ist. Jedenfalls hat Misaki dasselbe spirituelle Potenzial wie meine Schwester. Dieses Mädchen, diesen Körper können wir gut gebrauchen. So, was ist denn jetzt hier los? Hä? Wer will denn jetzt hier von mir fotografiert werden? Irgendwas will hier von mir fotografiert werden. Du? Schädel im Operationsraum. Etwas ist auf dem Foto zu sehen. Also, ich bin dann mal bereit zu speichern, bitte. Ich wusste das, das ist doch der hier. Man kommt hier nur raus, okay. Wir gehen erstmal nach unten. Und speichern. Das mit diesen, ich weiß immer noch nicht, ob ich diese Puppen jetzt fotografieren soll oder nicht. Ich bin mir da immer noch nicht sicher. So. Jetzt wirst du erstmal richtig gespeichert hier. Richtig krasse Abspeicherung. Wir machen direkt mal neue. Nein, wir machen direkt mal das hier. Obwohl, doch, komm, wir tauschen mal ein. Dann müsst ihr jetzt eigentlich 9 kriegen, oder? Ja, ihr müsst jetzt 9. Reicht erstmal. Wo wollen wir eigentlich jetzt hin? Wahrscheinlich nicht unbedingt hierhin. Wir wollen... Oh, wir können... hier uns einen Film anschauen. Und wir müssen zum Operationssaal... Der Operationssaal. War denn der Operationssaal? Rumpelkammer. Schade, dass ich nicht die Karten angucken kann. Ich weiß auch nicht. Sollen wir uns erstmal den Film anschauen oder sollen wir erstmal die Rumpelkammer benutzen?
Ging es hier nach unten zur Operation? Ich gehe mal stark davon aus, dass wir uns den Film sowieso anschauen müssen. Also ich hoffe es. Verteilerraum. Nee, hier sind wir falsch, leider. Nee. Misaki, wir müssen nach oben. Aber der Operationsraum ist doch in der Klinik. Aber hängt das hier... Wie hängt das zusammen? Wir waren ja mit dem Koshiro in der Klinik. Aber wir waren noch nicht mit den Mädels in der Klinik. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal in den Speisesaal. Und schauen uns mal einen richtig... Was macht denn hier so ekelhafte Geräusche? Blauer Geisterstein. Hört ihr das? Boah, voll ungeil, ey. Hä? Hier haben Menschen gesessen. Boah, ist das ekelhaft. Ist das so verdammt ekelhaft gerade. Ah. Wir rennen hier erstmal schnell eine Runde, bevor wir da den Film drauf machen. Ich habe das Objektiv noch nicht ausgewählt, gell? Die Masken hängen hier schon. Aber scheinbar war das... Oh, hier. Doch, hier ist es aufgetaucht. Oh, blauer Geisterstein, schön. Gut, dann werden wir jetzt gleich mal einen Film schauen. Wir machen mal das da. Okay. Objektive. Langsam. Okay, jetzt muss ich wieder die japanischen Zeichen merken. Okay. Ein Projektor, damit müssten sich Filmrollen abspielen lassen können. Nicht Abspieler. Oh nein!
Ich muss erst mal ganz kurz leiser machen. Irgendwie schreit es mich gerade voll an. Wo ist sie? Was ist nun passiert? Ich wollte gerade sagen, meine Schuld, aber es ist ja meine Schuld. Was war das denn jetzt? An der Stelle, wo sich der Geist befand, liegt etwas. Notiz von Madoka. Eine Notiz gefunden. Ich frage mich, ob Misaki sie gefunden hat. Ihre beste Freundin, von der sie immer gesprochen hat, als sie klein war. Eigentlich habe ich jetzt immer schon gewusst, dass ich nur ein Spielzeug war, ein Ersatz für ihre beste Freundin. Seit mich Misakis Familie bei sich aufgenommen hat, war ich nur ein Ersatz für sie. Misaki hat sich davor gefürchtet, sich an sie zu erinnern. Immer schon. Es war schwer für mich, dass sie mich immer links liegen lassen hat. Also, wenn Misaki ihre beste Freundin einfach vergessen hätte, ich hätte ihr bestimmt keine Tränen nachgeweint. Ich gehe zurück in mein Zimmer. Misaki, geh du auch zurück in dein Zimmer. Zurück zu ihr. Du kannst dich jetzt erinnern. Mach schon. Es ist okay. Es ist okay. Ach, sterb doch einfach beide. Suche nach Hinweisen nach jenem Mädchen. Nö. Wir machen jetzt erstmal diesen hier. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.